Hallo und willkommen zurück in Leaves, hier bei Trails of Cold Steel 4. Erstmal vorab habe ich einen Kommentar bekommen betreffend 3 and 9, oder eigentlich habe ich mehrere Kommentare dazu bekommen. Der eine Kommentar bittet mich, das ganze Buch mal vorzulesen. Nein. Und der andere Kommentar, da geht es darum, dass vielleicht gar nicht Sharon da die Hauptfigur ist. Ich dachte ja, weil 3 and 9, und es geht ja da vor allen Dingen um Nummer 9. Es ist ein junges Mädchen oder eine Jugendliche, kann man sagen, die da die Hauptrolle spielt. Und da Sharon Enforcer Nummer 9 ist, dachte ich, es ginge da auch um sie. Aber es geht da einfach um eine Assassinen Nummer 9, die wir möglicherweise in Hajimari noch kennenlernen sollen. Da bin ich dann mal sehr gespannt drauf. Also es ist quasi so eine Art Appetizer in der Geschichte auf das, was wir noch so erleben werden. Aber so wie ich Falcom kenne, muss man die Bücher auch nicht lesen, sondern in dem Spiel wird uns dann noch ein bisschen was von dem Hintergrund der Figur sicherlich näher gebracht. So, mit wem muss ich denn jetzt hier noch reden? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo ich überhaupt noch war und wo noch nicht. Ich glaube, auf dem Platz hier war ich überall. Habe ich mit euch auch geredet? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, mit euch habe ich noch nicht geredet. Okay, sagen wir Fräulein Rosine mal Hallo. Und dann holen wir Kundschaft für Lapin. Es gibt hier viele Leute aus der Hauptstadt. Da kann man doch gut Geschäfte machen. Mit diesen Extraverkäufen können wir denn was sparen für Markus und Rachel für ihre Hochzeit. Ich weiß ja noch nicht, was das betrifft, aber okay. Machen wir doch einen Wettkampf daraus. Die Person, die am meisten Kundschaft anlockt, gewinnt. Und die Person, die verloren hat, muss dem Gewinner was Süßes ausgeben. Okay, da bin ich dabei. Ich zeig dir mal, was ich so drauf habe. Wo sind das die neuen Becky und Hugo? Übrigens, gerade links oben, Telling Lies war gerade im Angebot. Das Spiel ist ja nicht so gut angekommen. Ich war damals ein bisschen gehypt, als das angekündigt wurde. Dann kaufe ich mir aber Sachen ja nicht mehr als Vorbestellung. Und die Reviews waren eher so ausgeglichen. Now. Und dann habe ich es mir halt nicht gekauft. Aber jetzt dachte ich, komm, für 7 € schlägst du nochmal zu. Selbst wenn das Spiel nicht gut ist, habe ich es mir dann zumindest mal angeguckt. Und mir ein eigenes Urteil gebildet. Ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist, als ich meine Hilfe angeboten habe. Sein Plan ist doch quasi Hochverrat, oder? Was ist denn mit ihm los? Er sagte sowas wie: Ich verlasse mich auf dich, dass du die Ausrüstung hinstellst, okay? Ich verstehe nicht, was sie mir sagen will. Ach so, ich schätze, ich freue mich drauf, das hier den Leuten mal unter die Nase zu reiben, die unbedingt so kriegsbesessen sind, damit die mal aufgeweckt werden. Tja, erst war ich nur ein Stückchen dabei, erst habe ich ihm einen kleinen Finger gegeben, dann die ganze Hand. Und jetzt stecke ich halt mittendrin. Jetzt kann ich auch seinen Anweisungen Folge leisten, also Munks Anweisungen Folge leisten. Ich bereue es nicht, die Hauptstadt verlassen zu haben, aber das ist das erste Mal, dass ich in Leaf bin. Das hatten wir aber schon mal. Genau, hier sind keine Räume frei. Sie bereitet was in
ja eine Schule vor. Genau. Es ist viele Jahre her, dass ich mal von Stadt zu Stadt gehen musste. Gott sei Dank habe ich starke Beine. Ich habe es hierher geschafft, ohne Probleme. Mal sehen, ob die Stammkunden auch da ist. Ja, sie ist immer da. Ich finde es erschreckend, dass alle in Heimdall so besessen sind, was den Krieg betrifft. Das hatten wir auch schon mal. Ich bin gegangen, weil ich nicht glaube, dass die Festung tatsächlich eine kaiserliche Waffe ist. Und auf dem Weg hierhin habe ich andere Leute getroffen, die aus denselben Gründen gegangen sind. Ich habe so viele Leute wie möglich ins Auto gepackt und wir sind dann nach Leaves. Gute Taten zu tun ist halt auch ja gut fürs eigene Glück, für die eigene Moral. Also macht einen fröhlich und das ist wirklich so. Man anderen Leuten was Gutes tut, tut man sich selbst damit automatisch auch was Gutes. Ja, ich muss sagen, dass diese Festung ist schon ziemlich verstörend. Gerade als ich zu Fuß fliehen wollte, hat hier die Tante von der Versicherung mir angeboten, in ihrem Auto mitzufahren. Das war echt nett von ihr. Aber ich muss zugeben, was ich niemals vergessen werde, sind ihre echt grottigen Fahrkünste. Habe ich mit ihr nicht geredet. Ich habe nur geguckt, was sie zu verkaufen hat. Ach, Sabrina, sie hat alles Mögliche getan, um vielen Menschen zur Flucht aus der Hauptstadt zu verhelfen. Anscheinend flohen sie aus der Hauptstadt, weil sie Angst hatten vor der riesigen Festung. Viele Bewohner aus Heimdall haben aber die Festung willkommen geheißen. Warum sehen die denn nicht, dass das nichts Normales ist? Es ist doch alles völlig falsch. Warte mal, hier waren wir auch noch nicht. Ja, meine Erkältung ist wieder besser geworden, dank Armin. Ich habe mir erst Sorgen gemacht, was meinen Ehemann betrifft, weil er kürzlich eingezogen wurde, aber er kommt ganz gut klar. Das beruhigt mich doch sehr. Und weißt du was? Armin entwickelt sich sehr gut. Er macht sich keine großen Sorgen, was die Zukunft betrifft. Achso, nein, ich mache mir jetzt deshalb keine Sorgen, was die Zukunft betrifft, sondern ich tue einfach, was ich jetzt tun kann. Es gibt hier jede Menge Leute in der Herberge, die vor der Festung geflohen sind. Das ist bestimmt schwer jetzt für Barney, wo der nicht mehr da, also nein, weil Barney nicht mehr da ist. Vielleicht sollte ich da in der Küche mal aushelfen. Genau, die Herberge heißt ja Barneys, aber Barney ist ja nicht mehr da. So, dann gehen wir mal zum Bürgermeister. Oder hast du noch was zu sagen? Nee. Ja, Frankie wird dann wohl in der Schule sein. Nein, Valley wird wohl zu sein. Oh ja, Mensch, im Wohnheim waren wir gar nicht. Ich vermute mal, das ist jetzt wesentlich aufgeräumter als beim letzten Mal, als wir hier waren. Ich glaube nicht, dass Shirley hier noch alle Sachen rumliegen hat.
Gehen wir uns doch mal eben frisch machen. Die CP können wir gut gebrauchen. This is nice. Ist alles leer. Krass. Ja, natürlich, eigentlich auch klar. Unterricht findet ja nicht mehr statt. Die Leute, die pro Kaiserreich sind, sind jetzt alle im Dienst irgendwo. Und die Leute, die kontra Kaiserreich sind, also oder sagen wir kontra Prinz und Osborn, die sind natürlich untergetaucht und machen ihr Ding. Also okay, habe ich mich geirrt. Ist doch mal ein bisschen Unordnung hier bei Shirley. Und sie hat sogar Waffen zurückgelassen. Das muss ja wirklich ein hektischer Aufbruch gewesen sein. Aber den Teddy finde ich schon mal ganz cool, muss ich sagen. Ja, und hier kann ich leider nur Musik anmachen. Also das heißt leider. Aber hätte ja auch noch ein Event sein können. Und ich habe gar keine Zeit zu bleiben, mir das anzuhören. Guck mal, war lief's noch irgendwas? Achso, die Kapelle, ja genau, die habe ich auch noch vergessen. Heute ist der Tag des Krieges. Wir sollten nichts fühlen außer Schrecken. Und dennoch fühle ich mich glücklich, weil Schwester Rosine in Sicherheit ist. Sie hat mir auch verraten, dass sie mit dir zusammenarbeitet. Es scheint ein kritischer Augenblick für euch alle zu sein. Also bitte tut nichts Unüberlegtes. Selbst wenn das jetzt eine Mission ist, wo ihr glaubt, dass ihr sie unbedingt abschließen müsst und wenn es euch das Leben kostet, müsst ihr doch dran denken, dass ein Friede, der auf einem Opfer basiert, nichts ist außer einer Illusion. Lustig, dass er gerade das Wort Opfer ausspricht, wo Rian doch das Opfer ist. Und Rian hat sich ja auch in seiner Opferrolle so ein bisschen eingelebt, aber heute hat er ja schon ein paar Gespräche gehabt, wo er dann merkte, Mensch, ja, vielleicht sich doch nicht selbst opfern. Gut, dann gehen wir nochmal zur Zweigstelle. So, was ist denn hier los? Ach so, Versammlung, hier Besprechung. Hugo, Edel, George, Makarov, Mary und sorry, du ganz rechts. Ja. Dings hier. Ellies Mutter. Ja, hallo zusammen. Oh, wollt ihr euch hier mal umsehen? Ja, wir haben davon gehört, aber wir wollten es mit eigenen Augen sehen. Dieser Plan erfordert sehr viel Bodenunterstützung. Das hier wird unser Command-Zentrum sein. Ja, wir machen gerade noch die finalen Checks. Die Bahnpolizei und der Geheimdienst haben Truppen an unterschiedlichen Orten. Und dann gibt es ja auch noch die IDF. Trennung und Neutralisation sind entscheidend für den Erfolg von Operation Shining Steel. Wir werden den Derflinger brauchen und auch den Ark Royal, um mit maximaler Kapazität operieren zu können. Aber wenn man bedenkt, wie weit das Great Twilight bereits fortgeschritten ist, reicht das alles nicht. Die Festung und die Säulen, wir können die
spirituelle Umweltverschmutzung nicht ignorieren, die Besitz vom Land ergriffen hat. Ja, und der Start des Krieges wird es alles nur schlimmer machen. Ja, weil sich das Great Twilight natürlich vom Leid der Menschen ernährt, von der Furcht, von der Angst, von dem Schrecken. Weißt du, diese fünf Säulen sind ein System, ein Fokussystem. Also da werden Dinge konzentriert. Sie absorbieren die Spannung, die sich über den ganzen Kontinent ausbreitet, während der Krieg über dem Land liegt. Und diese Anspannung wird dann zur Festung kanalisiert. Ich verstehe. Naja, das ändert nichts an unserem ultimativen Plan. Wir müssen alle Rivalitäten gewinnen und das Great Twilight stoppen. Naja, wir werden das denn wohl euch überlassen. Wir hier am Boden werden mit dem Infiltrationsteam kooperieren. Danke, wir zählen auf euch. Ach nee, das war... Oh Mann, tut mir leid, dass ich deine Mutter nicht erkannt habe, Kurt. Ja. Also, es ist Kurts Mutter hier. Wir tun alles, was wir können, um Unterstützung zu sorgen für alle unterschiedlichen Teams. Schüler sowohl von der Wanda als auch der Arsaid-Schule sind schon bei der Arbeit und unterstützen die Bewohner. Und ich schaue mal, was ich tun kann, um gegen die Vorratsknappheit etwas tun zu können. Ich habe genug auf Lager, um hier ein paar Care-Pakete hinzuschicken. Das sollte ein paar Lücken füllen. Für diesen Fall helfe ich auch. Mit unseren kombinierten Rohstoffen können wir ja noch eine Verteilungsmethode erarbeiten. Ja, das wäre großartig, vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir alle zusammen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir alles erreichen. Mutter, wir überlassen die Dinge am Boden dann mal dir. Ja, du kannst dich auf uns verlassen. Aber pass auf dich auf, Kurt. Du musst auf jeden Fall lebendig zurückkommen. Ja, das werde ich auch. Ich schwöre es, bei meiner Ehre als Schwertkämpfer. Nichts wird uns aufhalten, siegreich davon zu kommen. Wir werden euch mit allem unterstützen, was wir hier haben. Ja, es sind nur noch ein paar Stunden Zeit. Wenn ihr noch was zu erledigen habt, solltet ihr das tun. Ja, ja, da sind wir gerade bei. Rin und die Truppe tauschten wichtige Informationen mit ihren Verbündeten aus. Und dann nahmen sie ihre Aktivitäten wieder auf mit einem gestärkten Pflichtbewusstsein. Dennoch ist da noch was blau. Achso, ja, weil ich dir Gerichte geben könnte, die ich nicht habe. Achso, und ich kann mit den ganzen Leuten auch noch mal so reden. Okay. Ja, die erste Barriere für Operation Shining Steel ist, wie schnell wir halt mit den Säulen fertig werden. Deshalb feilen wir immer noch an dem Plan bis zu dem Augenblick, wo ihr die Säulen betretet. Seht nur zu, dass ihr bereit seid. Unsere Freunde von überall sind bereit, uns zu unterstützen. Ich organisiere das. Seid vorsichtig da draußen. Ich weiß, dass ich eure lachenden Gesichter wiedersehen werde. Ja, da kannst du dich drauf verlassen. Danke, Edel, für alles. Ich benutze mein Verteilungsnetzwerk, also meine Lieferfahrzeuge wahrscheinlich, um die Pakete zu verschicken. Hand in Hand mit Beckys Handelsnetzwerk. Da kann ich sie quasi überall hinschicken. Ja, es ist beeindruckend, was du und Becky gemeinsam schaffen können. Ja, wir haben Glück,
dass unsere Läden in unterschiedlichen Regionen sind. Ansonsten hätten wir einen schlimmen Wettbewerb. Gemeinsam können wir aber effizient Informationen sammeln vom ganzen Kontinent. Wenn es aber rein nach der Truppenzahl geht, also ich meine mit Brass Tacks meint er diese Hundemarken, also was die Soldaten so als Marke um den Hals tragen. Also wenn es nur an die Zahl der Leute geht, dann glaube ich nicht, dass wir eine Chance haben, dass die Operation ein Erfolg wird. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht alles tun werde, um meinen Beitrag zu leisten. Versprich du mir, dass du sicher zurückkehrst, oder? Es ist nicht das letzte Mal, dass du uns sehen wirst. Pass du auch auf dich auf, Hugo. Was war hier noch? Ich habe mich geirrt. Ja, ich habe vor zu gehen, sobald die Strategie feststeht. Jetzt ist es an der Zeit, anderen zu helfen, indem man die Geisteshaltung und die Techniken von zwei Schwertkampfschulen zusammenführt. Pass du auf dich auf, Kurt. Du musst lebendig zurückkommen. Ja, natürlich, Mutter. Ich schwöre das beim Stolz als Schwertkämpfer, dass ich das bis zum Ende durchziehe. Ausbilder Makarov hat sich mit meinem Vater in Verbindung gesetzt gestern Abend. Wir haben beschlossen, meine Familie zu besuchen und dass er sich da angemessen vorstellen kann, sobald der Krieg vorbei ist. Ich weiß, ich sollte angespannter sein, jetzt wo alles auf dem Spiel steht, aber ich bin trotzdem voller Vorfreude. Jetzt bin ich umso entschlossener, dass diese Operation ein Erfolg wird. Ja, Mint hat's mir richtig vermasselt diesmal. Ich habe kein Auge zugemacht letzte Nacht. Aber das war genau der Schubser, den ich brauchte, um mit dem Grafen mal über mich und Mary zu sprechen. Ein weiterer Grund, das hier jetzt nicht zu vermasseln, also die Operation nicht zu vermasseln. Ja, wir unterstützen euch. Die Bahnpolizei, der Geheimdienst und die Kaiserliche Defense Force sind so stark wie eh und je. Aber Lord Patrick und seine Klassenkameraden haben sich echt weiterentwickelt. Mit all dieser Macht kombiniert gibt es nichts, was wir nicht erreichen können. Ich werde natürlich auch meine Unterstützung leisten, damit diese Operation ein Erfolg wird. Ah, was für ein Zufall, dich hier zu sehen. Du scheinst ja gut klarzukommen. Ah, ihr beiden seid doch von der Merkaba, oder? Also, willkommen an Bord. Ja, wir sind den Schlachtplan nochmal durchgegangen. Wir haben noch ein klein wenig Zeit, deshalb machen wir kurz Pause. Falls du dich fragst, Rosine ist zur Kapelle in Leaves gegangen. Sie sagte, sie wollte nach den Kindern sehen. Du hast noch ein paar Stunden Zeit, bevor die Operation losgeht. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du die Zeit nutzen. Das ist ein guter Ratschlag, vielen Dank. Naja, dann viel Glück und möge Aidios über dich wachen. Leute! Ich hörte von Operation Shining Steel. Ich bin vollständig mit dabei. Wir haben uns gefragt, ob wir dir helfen können dabei. Aber wir können noch nicht mal unsere Terminals richtig bedienen. Deshalb dachten wir, wir versorgen Celestine und die anderen mit Essen und Getränken. Gina, Frankie, dankeschön. Allein zu wissen, dass wir eure Unterstützung haben, ist schon großartig genug. Naja, wir sind doch alle Teil von Thors und da müssen wir zusammenarbeiten.
Celestine sagt, ich kann sehr gut sauber machen. Das könnt ihr also mir überlassen. Ja, und ich sorge dafür, dass ihr alle gut genährt bleibt. Das ist alles, was ich tun kann. Aber ich hoffe, es bietet allen dann ein wenig Bequemlichkeit. Bitte gebt euer Bestes, ich drücke euch die Daumen. Okay, da sind wir hier tatsächlich schon durch. Gut, oh, das ist natürlich ein Hammer. Aber ansonsten ist es das Letzte, was hier noch bleibt. Ich habe ja Muse im Gepäck. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt sonst noch mitnehmen sollte. Deshalb nehmen wir uns jetzt mal Ordis vor. Ah, die Säule beim Hafen gehört also zu den Operationseinrichtungen für die fliegende Festung. Die Leute sind ziemlich besorgt, was die Säule betrifft. Aber das ist doch eine Waffe, die wir gegen Calvert einsetzen können, oder? Ich glaube, das ist ja eine gute Rückversicherung. Die Säule ist schon ein bisschen gruselig, oder? Alle hier in Ordis waren total überrascht, als sie über dem Wasser aufgetaucht ist. Wenn uns nun die Regierung ein wenig vorgewarnt hätte, dann hätten wir die Panik in der Stadt verhindern können. Naja, jedenfalls ist die Einrichtung ja dazu da, gegen Calvert vorzugehen. Die bedeutet wohl keinen Schaden für uns. Deshalb müssen wir uns wohl auch keine Sorgen machen. Bist du dieser Händler? Nee, du bist Murano. Hör mal, Kleist & Co. hat Arrangements getroffen und Vorräte an abgelegene Läden und Kaufleute geschickt. Es scheint so, als ob sie auch bei uns vorbeikommen. Das wird großartig. Weißt du, bislang hörte ich vor allen Dingen zwielichtiges Zeug über sie. Aber wenn die uns hier jetzt helfen, dann werde ich nochmal ihre Handlung neu bewerten. Warte mal, dieser Lieferwagen. Ja, wie ich sehe, ist es dir auch aufgefallen. Das ist einer der Trucks, den Hugo hergeschickt hat, um Care-Pakete zu versenden im ganzen Kaiserreich. Kleist & Co. hat noch viele Vorräte auf Lager. Es gibt viele Menschen, denen wir noch helfen können. Jetzt, wo dieses Ding über der Küste aufgetaucht ist, sind alle sehr nervös. Das Mindeste, was wir tun können, ist, diese Vorräte zu verschicken. Das könnte vielleicht auch ein Stück weit die Probleme wieder gut machen, die wir verursacht haben. Ja, ihr zieht alle Register, was? Ja, Kaufleute sind auch Menschen. Und das ist jetzt eine Alles-oder-Nichts-Situation für jeden. Als neuer Repräsentant der Zweigstelle Ordis kannst du die Dinge in der Stadt ruhig mir überlassen. Konzentriere du dich auf das, was du tun musst und verliere nicht. Ja, wenn du darauf bestehst. Ja, zu Hermann habe ich Vertrauen. Der hat das ja schon unter Beweis gestellt, dass er ein Mann der Tat ist. Haben wir uns das hier eigentlich schon mal angeguckt in diesem Spiel? Können wir nicht. So, hier war ja mal Ferris Firma. Muss der umziehen in den Hafenbezirk.
Ich begann mir schon Sorgen zu machen, dass ich kein spezielles Topping mehr bekomme, was unbedingt auf mein Eis gehört. Aber Kleist und Co. hat mir noch wieder Vorräte verschafft. Ich hatte ja sonst eher nicht so schöne Gerüchte über die gehört, aber sobald ich die Leute getroffen habe, waren die echt nett zu mir. Ich sollte denen auch mal ein Eis vorbeibringen. Die Regierung besteht darauf, dass diese Säule nur eine Waffe ist. Aber dafür sieht sie viel zu bösartig aus. Ich glaube das nicht. Es scheint auch nicht so, als ob die Militärpolizei oder der Gouverneur viele Details weiß. Wir dürfen hier nicht unachtsam sein. So wie sie plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist, ist beunruhigend. Vorher war da doch nichts. Kanzler Osborn und die kaiserliche Regierung planen sicherlich irgendetwas. Das Buch, was ich per Express bestellt habe, ist bereits gekommen. Ich habe mich schon darauf gefreut, es zu lesen. Es ist eine alte Abenteuergeschichte. Sie hat ein paar berühmte Zitate und der Hauptcharakter ist so cool. Außerdem hat mein Vater mir immer daraus vorgelesen. Es hat also viele Erinnerungen für mich. Ich werde es dann mal lesen. Ich hoffe, dass mein Vater es sicher nach Hause schafft, so wie es der Held tut. Ja, ich nehme Bestellungen an für ältere Bücher. Sie sind beliebter als man denkt. Sie verkaufen sich besser als die neuen Bücher. Ich begreife es nicht. Welcher Mensch liest denn gerne irgendwelche alten Wälzer, wenn es ganz brandneue Bücher gibt, die man erleben könnte? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Nein, ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken. Ich sehe es einfach als die Entdeckung neuer Verkaufsmethoden an. Willkommen, willkommen. Wollt ihr auch was Nettes haben? Alle Produkte sind frisch und lecker. Die große Säule hat mich aber ganz schön aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Alle im Riviera Court arbeiten so hart. Ich schäme mich darüber, wie gering doch meine eigenen Anstrengungen sind und wie mich die Ankunft der Säule demoralisiert hat. Ich habe quasi die Einstellung eines Anfängers übernommen. Ich werde nochmal alles überdenken und fange mit meinen Grundlagen an. Ich will ja nicht gegen sie verlieren, nur weil ich auf meine eigene Art und Weise nachgedacht habe oder ja eben zu sehr in mir selbst versunken war. Ich bin mal beim Riviera Court vorbeigegangen, um mich mal umzusehen. Sie haben echt erstklassige Zutaten, genau wie man es erwartet. Wenn man die derzeitige Lage bedenkt, sind die Preise momentan eher hoch. Aber sie haben trotzdem keinen Rückzieher gemacht, was die Qualität betrifft. Ein klein wenig Luxus ab und zu mal. Das hilft einem schon weiter. Aber das, ja, die Mall von Kleist ist halt billiger und praktischer.
Man muss also manche Dinge hier kaufen und manche Dinge dort. Willkommen! Jetzt ist endlich der Tag da, an dem der Krieg beginnt. Ich bin ziemlich nervös. Ich hing den ganzen Tag am Radio und habe auf neue Entwicklungen gelauscht. Es ist 1,5 Monate her, seitdem der Mordversuch an seiner Majestät stattfand, aber mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen. Jetzt kann man es nicht mehr aufhalten, oder? Ich hoffe, Sie schaffen es wenigstens, den Krieg bald zu beenden. Oh, warte mal. Kleist gab doch immer Rabatt und wenn wir jetzt hier ja, hier sehen wir es, da kriegen wir ein Zehntel Mira mehr für unser Septit. Oh, ne, hier kriegen wir sogar ein Mira mehr. Und da Hugo jetzt auf unserer Seite steht, kann ich es ruhig verkraften, auch hier bei ihm was einzukaufen. Oder besser gesagt, zu verkaufen. So, hier draußen. Sandy. Gut, dann bleibt noch das Hotel. Was hat das zu bedeuten, Gorti? Der Kleist-Verteilungs- oder nein, der Plan für dieses große Umschlagscenter von Kleist. Das war doch garantiert. Du hast gesagt, garantiert. Jetzt warte mal kurz. Du bist doch derjenige, der verantwortlich ist für diese großen Verluste. Wieselst hier rum, versuchst dich selbst zu bereichern, tust so, als wüsstest du alles, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, musst du gerade sagen. Warst du nicht derjenige, der immer versucht hat, seinen Anteil zu erhöhen, damit er das Sagen hat? Gib mir mein Mira zurück, du schamlose Schlange. Ja, da nimmst du mir die Worte aber direkt aus meinem Mund, du, ja, Schwachkopf, was weiß ich. Wenn ich um Entschuldigung bitten dürfte, Gentlemen, aber das Government Accountability Inspektorat würde gerne mit euch sprechen. Sie interessieren sich sehr für die Situation. Das Inspektorat, da arbeiten ja Rainer und Matthias für. Warum würde uns das Inspektorat hier herbestellen oder beziehungsweise mit uns reden wollen? Das ist übel, Richmond. Wenn die hier rumschnüffeln, können die leicht rausfinden, dass wir Insider-Informationen hatten. Eine derartige Situation würde nur alle in Panik versetzen. Achso, nein. Rean versteht jetzt, dass die beiden in Panik sind. Da würde jeder halt in Panik geraten, wenn man in so einer Lage ist. Aber man erntet halt, was man sieht. Hast du schon von diesem seltsamen, riesigen, turmartigen Objekt gehört, was gestern über dem Meer aufgetaucht ist? Es war das Überraschendste. Es gab auch keine Vorwarnung. Versteh mich nicht falsch. Ich bin pro Regierung. Aber sie hätten es vielleicht nicht so drastisch machen sollen, also die Erscheinung.
Die Waffe hätte nicht so bedrohlich aussehen sollen. Ja, wir waren alle überrascht von der Säule. Wir machen aber hier nochmal weiter auf. Die Gäste machen sich zwar Sorgen, aber wenn wir hier übernachten oder uns kurz ausruhen, sind wir in guten Händen. Okay, hier ist noch eine Person. Ein solch perplexes Ding hervorzuzaubern, wie diese Festungen, diese Säulen, und das direkt vor dem Krieg. Es ist klar und deutlich, dass die Regierung sehr schnell handelt oder quasi alle überrumpelt hat, damit keine Fragen gestellt werden können. Ich weiß nicht, was die Regierung im Hintergrund so treibt. Aber zumindest müsste ihnen doch klar sein, dass sie so das Vertrauen der Menschen verlieren. Ja, ist schon. Also mir wird es auch Angst machen, auch dieses komische nordlichtartige Flackern da. Ich glaube, der Waffe, wenn es eine Waffe ist, ist es egal, ob die Opfer aus Calvert oder aus Erebonia sind. Du wirst irgendwann den Laden wieder aufmachen, oder, Glycine? Ja, das ist der Plan. Das ist alles nur temporär, bis ich wieder Vorräte bekomme. Und wenn das soweit ist, bist du die Erste, die es erfährt, Monique. Also halt noch ein wenig durch. Ja, okay, aber ich werde sofort bei der Wiedereröffnung da sein. Oh, noch ein neues Rezept. Der Tag ist endlich gekommen. Normalerweise bin ich immer für die sicherste Route. Aber jetzt, wo Fräulein Ygritte und ihr anderen das Ruder übernommen habt, scheint auch das Unmöglichste schaffbar zu sein. Ich feuere euch an, den Haufen von Thors. Die kleine Dame hat viel Vertrauen gesetzt in ihre Möglichkeiten. Ich zähle auf euch alle, dass ihr das bis zum Ende durchsteht. Ja, kannst du auch, absolut. Auch Musi sagt gar nichts dazu. Das kann ich dann ja selber kochen. Wenn ich Zutaten habe, das weiß ich natürlich nicht. Ja, eine Kellnerin zu sein hat schon ihre Herausforderung. Aber im Großen und Ganzen ist es doch lustiger, als ich dachte. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, der Krieg geht ja bald los, oder? Ich bin so mit der Arbeit beschäftigt, dass ich noch nicht mal niedergeschlagen war deswegen. Ich weiß, der Krieg bringt nichts außer Unsicherheit und Instabilität. Deshalb müssen wir alle unseren Beitrag leisten. Und für mich bedeutet das, dass ich in der Taverne hier helfe. Ja, das ist genau auf den Punkt. Die Fischgerichte hier sind so frisch und das Personal hier ist auf Zack. Ich krieg gar nicht genug von diesem Ort. Aber es ist nicht immer nur lustig hier. Jetzt, wo der Krieg losgeht, müssen wir immer mal mit einem Ohr aufs Radio hören, um up to date zu bleiben, was so passiert. Ich muss sagen, ich mache mir ziemlich Sorgen, was Edmund betrifft.
Aber das darf mich natürlich nicht von meiner Arbeit ablenken. Betty serviert hier wirklich erstklassig. Ich muss ihr zeigen, wie man es macht. Keine Ahnung, was Keat Up ist. Jedenfalls hat sie alles um sie herum einfach nicht bemerkt, weil sie so, ja, auf irgendwas konzentriert ist. Ja, aber wie soll ich, wenn ich den ganzen Tag hier drinnen bin, irgendwelche heißen Männer ansprechen können? Mein Soulmate könnte direkt ums Eck lauern. Aber selbst wenn dem so sei, werde ich hier durchhalten, bis mein Vater zurück nach Hause kommt. Tut mir leid für euch, Jungs. Aber sobald mein Vater wieder da ist, mache ich eine Rundreise durch Erebonia und werde mir Mr. Wright schnappen, ein für alle Mal. Also sollte dieser Krieg doch besser mal schnell zu Ende gehen. Ich habe nämlich wichtige Sachen zu erledigen. Ich war mir nicht so sicher, wie es laufen wird, aber ich liebe es tatsächlich, dass Betty und Blanca hier jetzt servieren. Der Ort hat sich wirklich gut entwickelt. Das ist wie ein Jungbrunnen für mich, wieder hier zu sein. Edmund sollte besser Acht geben. Wenn er zurückkommt, haben ihm die Mädels bestimmt vielleicht schon den Ort hier streitig gemacht. Einmal das Übliche, bitte. Ja, bitte. Ein Passionate Hot Pot. Danke, dass du hier bei uns Kunde bist. Ja, ich bin doch mittlerweile Stammkunde. Ich kann einfach nach dem Üblichen verlangen und man weiß hier schon, was gemeint ist. So einen Service kann man nicht besser machen. Also warte mal, hier oben ist noch möglicherweise irgendwas. Mal schauen. Nö. Also ich hätte ja eh Schnellreise nutzen wollen. Ah, ihr seid es mal wieder. Ihr seid wohl auch gerade auf dem Sprung, was? Jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, nochmal das zu erledigen, was erledigt werden muss. Ihr könnt dann zu mir kommen, sobald ihr bereit seid. Danke. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ein Empfänger oder ein Träger des goldenen Emblems hier das Sagen hat. Es ist wirklich eine Weile her, seitdem ich die Ehre hatte, von dir assistiert zu werden oder unterstützt zu werden. Dankeschön. Nicht der Rede wert, es ist nichts Großes. Luther ist nicht da und ich habe gerade ein bisschen Freizeit. Ach genau, wo wir gerade von Luther sprechen, wo ist er denn? Der sollte jetzt in Tangram Fortress sein. Er hat dort das Kommando über diese neuartige Schienenkanone, Dagonov oder wie die heißt. Ich verstehe. Kein Grund zur Sorge. Durch diese Rolle, die er da hat, kommt er zumindest nicht an die Front. Ein Techniker, der weiß, wie man diese Kanonen wartet, ist jetzt ein wertvoller Besitz. Ich bin mir sicher, dass er einfach zum Wartungstrupp muss. Aber das würde ich ihm natürlich selbst nie so sagen.
Wenn das wirklich so ist, dann bedeutet das, naja, wenn es zum Krieg kommt, gibt es keinen Ort, wo man wirklich sicher ist. Man muss sich fest an seine Überzeugung klammern, dass man es lebendig nach Hause schafft. Und das gilt natürlich auch alles für euch. Habt ihr mich verstanden? Wenn ihr frühzeitig die Radieschen von unten beguckt, dann wäre das nicht akzeptabel. Vergesst mir das nicht. Natürlich, wir erinnern uns daran. Ja, aber Ygritte, reicht es, glaube ich, wenn Muse dabei ist. Wie Theodor gebeten hat, bereite ich die Briefe vor, die an die Adligen in jeder Region verschickt werden sollen. Ja, jetzt ist es an der Zeit, in jede Region zu reisen und die moderaten Kräfte zusammenzubringen. Geheime Informationen zu teilen, Unterstützungsanfragen stellen. Es gibt viel zu tun. Mein Ehemann und ich tun alles, was wir können, um zu helfen. Und dann ist ja noch diese schrecklich gefährliche Operation, in die du involviert bist, Muse. Du bist unser Schatz. Vergiss das nicht, ganz egal was passiert. Ich erwarte von dir, dass du an meine Seite zurückkehrst. Und zwar wohlbehalten, hast du mich verstanden? Ja, natürlich, aber es gibt doch keinen Grund, dich um mich zu sorgen, Großmutter. Ich habe die stärksten Verbündeten, die man sich nur wünschen kann. Hehe. Ja, aber wenn du so sprichst, dann will ich das selbst mal glauben. Ich weiß, ich muss das jetzt nicht extra erwähnen, aber du pass bitte gut auf meine Enkelin. Pass gut auf Muse auf. Ja, ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Kratzer abbekommt. Jedes Mitglied von Klasse 7 wird auf sie Acht geben. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, nichts auf der Welt wird uns davon oder daran hindern, sie zurückzubringen. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke euch allen so sehr. Ich bereite mal heißen Tee und ein bisschen Gebäck zu. Möchtet ihr was? Oh, 7-mal Golden Drop. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Es ist viel zu lange her, dass ich eine Tasse deines schwarzen Tees genießen durfte, Setsuna. Danke für das Angebot. Ich habe ein bisschen von eurer Operation gehört. Es tut mir leid, dass ich nicht bedeutsam helfen kann, aber ich hoffe, dass das Glück auf eurer Seite ist. Ich freue mich schon auf unsere nächste Tea Time, wenn ihr alle wieder zurück seid. Ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Danke, Setsuna. Wir werden schon wieder zu Hause sein, ehe du dich versiehst. Bitte pass gut auf Großvater und Großmutter auf. Natürlich, meine Lady. Also hier ist gar keiner. Wo ist ihr Mann nochmal? Wir werden ihn schon noch irgendwo sehen oder wir haben ihn vielleicht auch gesehen. Angelo wird auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ich glaube, das war dieser Matrose. Der war gar nicht, also sein Bruder, glaube ich. So irgendwie Anfang 20 oder 18 oder so war der, glaube ich. Er hat es auf jeden Fall geschworen, dass er wieder nach Hause kommt. Er ist immer so selbstbewusst. Aber als wir die kleinen Finger gekreuzt haben,
war etwas anders bei ihm. Hat er diesmal etwa gelogen? Aber Angelo lügt niemals. Wenn er sagt, er kommt wieder nach Hause, dann muss ich ihm glauben. Mein Junge Angelo ist verschifft worden. Er hat uns mit allerlei Sorgen zurückgelassen. Er hat vertrauenswürdige Kontaktdaten dagelassen und Informationen über sein Erspartes, falls er es nicht zurück nach Hause schafft. So wie er sich benommen hat, hätte ich nie damit gerechnet, dass er solche Gedanken hegt. Wenn er das nächste Mal nach Hause kommt, werde ich ihm ganz schön die Meinung geigen. Wenn er sich Sorgen macht, dann sollte er sich darauf konzentrieren, in Sicherheit zu bleiben, oder beziehungsweise darauf zu Acht zu geben, dass ihm nichts passiert, damit er wieder nach Hause kommen kann. Na gut. Heute gibt es eine Messe gegen Mittag. Wir dürfen da gerne mitkommen. Und dann gibt es dann noch eine Sache, über die ich eigentlich nicht sprechen sollte. Aber habt ihr es gehört? Der Kaiser scheint wieder zu Bewusstsein gekommen zu sein. Das ist echt fantastisch. Aidios muss unsere Gebete erhört haben. Ich muss das so vielen Menschen wie möglich weitererzählen. Ja, dann wird es wohl nicht allzu lang geheim bleiben. Muss es eigentlich geheim bleiben? Ich weiß es nicht. Warte. Charlotte trifft keine Schuld. Ich habe sie damit reingezogen. Ihr könnt mir gerne die Schuld für alles geben, aber ihr müsst ihr verzeihen. Ja, die Schuld liegt tatsächlich bei dir. Entführung, Diffamierung. Es wäre nicht überraschend, wenn auch noch weitere Gewalttaten auf deine Verbrecherliste kommen. Du wirst noch genug Gelegenheit haben, dein närrisches Benehmen zu überdenken, und zwar aus dem Gefängnis heraus. Bitte hör auf, Vater. Ich bin doch freiwillig mit Jutta mitgegangen. Er hat kein Verbrechen begangen. Charlotte, du enttäuscht mich. Du hast mir versprochen, dass du nichts mit Bürgerlichen zu tun hast. Du hast dieses Versprechen gebrochen. Es tut mir leid, dass ich das Versprechen gebrochen habe, aber ich sehe diese Dinge halt anders als du. Jutta hat mir so viel beigebracht über die Welt. Und da habe ich mal mit meinem eigenen Kopf gedacht. Ich möchte mehr über diese Stadt lernen. Und dafür sorgen, dass alle Menschen hier besser leben können. Nicht nur die Adligen. Genau wie Mutter es getan hat. My Lady. Aber Charlotte, diejenigen, die ein armes Leben führen, haben auch einen armen Geist. Hast du vergessen, wie deine Mutter gestorben ist? Ich erinnere mich dran. Sie wurde von Räubern angegriffen in einer Hintergasse. Aber Jutta ist nicht so. Als ich den Anhänger verloren hatte, den Mutter mir hinterlassen hat, hat er ihn für mich gefunden und er hat ihn sogar repariert. Charlotte zeigte Graf Rackham den Cornelia-Anhänger. Stimmt das, Junge? Ja, Sir, es war auf dem Sommerfest. Aber es war nicht nur ich. Ash und die anderen haben mir dabei geholfen. Als wir ihn gefunden haben, war er bereits kaputt. Aber ich wusste, wie wichtig der Anhänger für Charlotte war und sie sollte nicht weiter wütend sein. Deshalb habe ich einen Handwerker gebeten, der das Ding reparieren konnte.
Er hat so gehandelt, wie er es wirklich gefühlt hat. Das erinnert mich beinahe daran, wie sie gehandelt hat, bevor sie verstarb. Vielleicht liege tatsächlich ich falsch mit meinen Ansichten. Ehrlich, durch dich ist der Anhänger jetzt noch schöner geworden, als er war, als ich ihn meiner Frau schenkte. Nun gut. Ich glaube, ich kann deine Freundschaft akzeptieren. Nein, eure nicht. Er will sich ja nicht mit Jutta anfreunden. Nein, ich kann die Freundschaft zwischen meiner Tochter und dir akzeptieren. Ich werde euch erlauben, dass ihr Zeit zusammen verbringt. Ach, Vater, vielen Dank. Das ist doch großartig, Charlotte. Ich werde nämlich den gleichen Fehler nicht erneut machen. Ganz egal, was passiert, ich werde meine geliebte Charlotte beschützen. Das verspreche ich dir, Cecilia. Oh, das ist schön, dass er das noch eingesehen hat. Und dass ja manche Leute sind einfach engstirnig, die denken immer, sie haben einmal sich was in den Kopf gesetzt und weichen ja nicht davon ab, aber zumindest hat er gemerkt, dass es Charlotte wichtig ist und hat auch eingesehen, dass es vielleicht das Beste für sie ist, wenn sie nicht nur mit Adligen zu tun hat, sondern auch mit, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Wie ich schon sagte, nach den Anweisungen der Verwaltung oder nach den Informationen der Verwaltung ist es eine Waffe gegen Calvert. Als ob ich so einen Blödsinn auch nur glauben würde. Vergiss es. Ich interessiere mich oder ich bin besorgter, was die Beckford 5 betrifft. Sie war gestern noch in der Region. Die Regierung wird mir mein Schiff ersetzen. Es ist unter ihrer Aufsicht untergegangen. Nun, also... Hör auf, hier rumzumurmeln, sprich laut und deutlich. Ich wünschte, ich könnte das, aber... Hast du das gesehen? Es hat sich bewegt. Das ist zu viel für mich, dass das so nah an Ortes dran ist. Ah, ich hasse diese Regierung. Warum machen die immer sowas? Ich dachte, mein Schiff wäre vielleicht nützlich bei der Untersuchung der Weißen Säule. Und deshalb habe ich mit Marquis Reagan gesprochen. Als Resultat hat er mir angeboten, die Angelegenheit beim Gouverneur vorzutragen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, bereit zu sein. Wir können jederzeit lossegeln oder losfahren mit dem Schiff. Aber es ist natürlich auch so, dass das Schiff von Lord Beckford gesunken ist. Also können wir gar nicht vorsichtig genug sein. Aber mit dieser Aktion kann ich erstmal die Sorgen der Menschen hier beruhigen. Und ich kann dafür sorgen, dass auch der Gouverneur in meiner Schuld ist. Ja, die Leute sollen sich dieser Säule nicht nähern. Warum macht die Regierung solche Sachen und beunruhigt die Bevölkerung direkt vor dem Krieg? Weil es denen egal ist, wahrscheinlich. Das ist eine Abwägung, was halt wichtig ist. Und die brauchen halt diese Säule und die Festung, um ihr Ziel zu erreichen. Und da interessiert sie die Bevölkerung doch gar nicht. Wisst ihr, was die Leute sagen über diese Säule? Dass es eine Vorwarnung ist für ein erneutes Nordumbria-Desaster.
Sie sind der Panik nahe. Ich will hier nicht untätig rumsitzen und mich in Furcht in die Ecke verkriechen, bis die Regierung endlich mal eine Ankündigung macht. Graf Florald, wir müssen etwas tun. Nein, ich bitte euch. Das Erste, was wir jetzt brauchen, ist Geduld. Jede unüberlegte Aktion am gleichen Tag, wie der Krieg ausbricht, könnte das Chaos nur beschleunigen. Überlasst die Angelegenheit mal mir und Direktor Regnitz. Kann ich euch darum bitten, für Frieden zu sorgen? Also auf euren Ländereien für Frieden zu sorgen. Na gut, wenn eure Lordschaft das so wünscht, ich tue, was ich kann. Viele Leute, die der Säule sehr nahe sind, sind bereits geflohen. Aber ich versuche, den Leuten ein wenig die Furcht zu nehmen, indem ich mit ihnen rede. Ja, Graf Florald tut, was er kann, um das Chaos zu minimieren. Großvater wird auch tun, was er kann. Ich glaube, wir können das in ihren Händen lassen. Fräulein Kara, bist du sicher, dass es dir gut geht? Das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass du etwas kaputt gemacht hast. Ach, jetzt reicht es aber auch. Ich habe nur kurz nach draußen geschaut und auf einmal schaute mich so ein gruseliges Auge an. Deshalb ist es mir aus der Hand gefallen. Mir ist mein Fehler durchaus bewusst. Bitte rede nicht mehr davon. Tut mir leid, Mem. Na, jedenfalls, wir sollen jetzt unseren Gästen mal Erfrischungen reichen. Sie sind sicherlich sehr gestresst. Krisenzeiten verlangen nach Zucker, sagt man ja. Ich werde also etwas Süßes zubereiten. Ja, ich fange schon mal an. Na gut, ach so, genau. Hier könnten wir eigentlich Machias mitnehmen, ne? Fällt mir gerade auf. Wenn wir schon mal zu seinem Vater gehen. Dann nehme ich aber auch Jusis mit. So, mal kurz tauschen. So, und jetzt sind wir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mehr. Sharon muss dann auch nochmal weichen. Ich mache mir Sorgen darüber, wie Ordis und ganz Erebonia sich verändern werden nach Kriegsbeginn. Aber ich habe gesehen, wie der Gouverneur und die Adligen sich den ganzen Tag solche Mühe geben, also Tag für Tag solche Mühe geben, um die Dinge in Ordnung zu rücken. Das hat mich davon überzeugt, dass es noch Hoffnung gibt, selbst in Zeiten der Verwirrung und des Chaos. Was ich so gehört habe, glaubt mittlerweile sogar die Regierung, dass das Schlimmste passiert. Als einfache Dienstmagd verstehe ich natürlich die Gesamtsituation nicht, aber ich werde ihr Treffen bestmöglich unterstützen. Der kaiserliche Gouverneur hat heute ziemlich viel Besucher. Er hält ein Meeting in der Banketthalle, während wir hier miteinander reden. Ihr dürft gerne rein, wenn ihr möchtet.
Marquis Ballard und Gouverneur Regnitz sind gerade in einem Meeting. Bitte seid hier leise. Na, wenn das mal keine Überraschung ist. Gouverneur Regnitz, Großvater, und du auch, Großonkel? Ich gehe mal davon aus, ihr macht hier gerade Strategie-Brainstorming. Ja, das haben wir gemacht. Unruhe verbreitet sich in ganz Lamere und Ordis bildet da keine Ausnahme. Wir haben jetzt dran gearbeitet, um die Wogen ein wenig zu glätten. Mit der Unterstützung, die ich von diesen beiden Gentlemen hier bekommen kann. Wir haben bereits beschlossen, dass die Säulen erstaunliche Ähnlichkeiten haben mit der Salzsäule, die in Nordumbria aufgetaucht ist. Wenn diese Information aber publik wird, werden die Leute auf jeden Fall in Panik geraten. Ha, dass ich diesen widerwärtigen Namen noch einmal wieder hören muss. Ich habe Nachricht gesandt nach Kreuzen und Nortia und es scheint so, als ob es dort ähnliche Unruhen gibt. Aber das legt wohl nahe, dass das alles zum großen Plan der Regierung gehört. Ja, in der Tat. Es ist möglich, dass sie bewusst Chaos säen und Verzweiflung, damit die Welt viel leichter verschluckt werden kann vom Great Twilight. Das darf unmöglich passieren. Was Kreuzen betrifft, habe ich Arnold ausreichend Anweisungen gegeben. Er sollte in der Lage sein, die Dinge unter Kontrolle zu halten, zumindest für ein, zwei Tage. Es sieht zwar finster aus, aber wir haben noch Zeit, einen Unterschied zu machen oder diese Dinge zu verändern. Ich werde da dranbleiben bis zum bitteren Ende. Wir zeigen allen Menschen, dass die Macht des Great Twilights nicht absolut ist. Ich habe volles Vertrauen in dich, Vater. Diese Operation Shining Steel, die ihr durchführt, die interessiert mich. Es klingt gefährlich, aber unter den derzeitigen Umständen ist es vielleicht unsere einzige Hoffnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall großes Glück. Und Musi, halte fest an deinem Glauben und zieh das alles bis zu Ende durch. Ja, das mache ich. Danke, Großvater. Ich werde auch meinen Teil dazu beitragen, die Regierung von unseren Aktivitäten abzulenken. Ich habe nämlich noch meine eigene Fehde zu klären. Ich werde sie mit Bürokratie überhäufen. So stark, wie sie es noch nie zuvor gesehen haben. Ey, dass Ballard nochmal so auf unserer Seite ist, mittlerweile finde ich den nicht mehr ganz so mies. Also, ich fand ihn ja früher ganz mies und als er dann uns helfen wollte, da fand ich es noch blöd, dass wir überhaupt auf seine Hilfe angewiesen waren. Aber jetzt akzeptiere ich ihn so, wie er ist. Und wenn er mal wieder Unfug anstellt, dann werden wir ihn halt wieder zur Raison bringen. Ehrlich gesagt, hatte ich nie größeres Vertrauen zu ihm. Danke, Marquis Ballard. Schön, dass du an unserer Seite bist. Wir haben eine Nachricht erhalten vom Gouverneur. Er eilt zurück aus der Hauptstadt. Seit dem Erscheinen der Säule und der Festung ist die Hauptstadt ja durch eine, sagen wir so, eine Wildheit hat von der Hauptstadt Besitz ergriffen. Ein Wahnsinn, könnte man vielleicht auch sagen. Der Fluch bahnt sich seinen Weg. Ich weiß nicht, wie lange wir ihn noch zurückhalten können, aber wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Die kaiserliche Regierung wird keine Strategie genehmigen, die sich dem Willen des Kanzlers widersetzt.
zweifelsohne braucht das Kaiserreich die Radiant Wings in den chaotischen Zeiten. Wir können nur verdeckte Unterstützung gewähren. Aber wir beten für euren Erfolg. Viele Adligen an der Westküste kooperieren mit der Regierung. Und sie hatten keine Wahl, sie mussten Truppen entsenden. Die Situation ist besonders übel in Territorien, wo die Anführer nicht präsent sind. Wir tun, was wir können, um die Dinge da zu verbessern. Es war ein großes Glück, dass wir hierher gekommen sind und wir hörten, dass die Courageous 2 auch losgeflogen ist. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn wir dieses Gerücht verbreiten. Ich möchte die Hoffnung der Menschen weiter am Leben erhalten. Also, pass gut auf dich auf, Musi. Ich freue mich schon drauf, dass du eines Tages deinen rechtmäßigen Platz einnimmst. Dein Lächeln bereitet mir immer große Freude. Ja, danke, Sir. Und pass gut auf dich auf. Ich will dich auch bald wiedersehen. Mich hat die Familie Floralt hergeschickt, um Informationen auszutauschen. Aber man fragt sich schon nach der Plausibilität von Operation Shining Steel. Aber verzeiht mir. Unsere Hoffnungen sind alle bei euch. Also er macht sich Sorgen, ob Operation Shining Steel überhaupt Erfolg haben kann. Bringt das überhaupt was? Wir werden das hier alles überstehen und Hoffnung finden in der Dunkelheit. Na gut, dann mache ich den Adelsbezirk hier nochmal zu Ende und dann reicht's auch für heute. Willkommen in der Kathedrale. Heute gibt es da eine Messe. Hier sind mehr Menschen als normalerweise. Sie sind dem Ruf des Erzbischofes vorbildlich gefolgt. Ganz egal, in welcher Lage ihr auch seid, ich bin sicher, wir können jede Krise überwinden, wenn wir nur gemeinsam beten. Ich glaube, nur das Beten reicht nicht. Es kann sein, dass Beten mithilft, aber nur Beten alleine würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Das heißt ja nicht umsonst, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und da ist eben auch was Wahres dran. Also wenn ich jetzt Gott wäre und jemand hätte keinen Bock, selber was zu machen und würde nur sagen, ja, ich bete mal zu Gott, dass das alles besser wird, dann würde ich diese Person weniger gerne unterstützen, als wenn eine Person selbst schon sehr viel tut, um Erfolg zu haben, in ihrem Wunsch, also ihre Krise zu überwinden. Wenn also eine Person selbst versucht, ihre Krise zu überwinden und zusätzlich dann noch zu Gott betet, dann würde ich, wenn ich dieser Gott wäre, eher sagen, ja komm, dem können wir noch mal ein bisschen unterstützen. Wenn man sich diese weiße Sache genau anguckt, kann man ein Auge sehen. Ein richtiger Augapfel. Hat die kaiserliche Regierung das erschaffen? Das ist undenkbar. Ich kann diese Unsicherheit nicht abschütteln. Deshalb bin ich zum Beten hierher gekommen. Ich bete für meinen Vater. Er wurde einberufen. Ich hoffe, er kämpft gut und kommt sicher nach Hause. Und für dieses Gemeinschaftsgefühl ist die Kirche natürlich ganz wunderbar, dass die Leute dann hier zusammenkommen und merken, Mensch, die anderen haben ähnliche Sorgen wie ich und gemeinsam stehen wir das dann durch. Vater und alle anderen machen sich so große Sorgen. Es war gar nicht lange her, dass der Ashen Chevalier hierher kam und alle angefeuert hat. Ich frage mich, ob er uns auch diesmal helfen wird. Viele Tausend, wenn nicht sogar Zehntausende Soldaten werden in diesem Krieg untergehen. Ja, vielleicht sogar Hunderttausende, also ich will jetzt nicht noch mehr Angst machen. Ich bete, dass der Krieg schon bald zu Ende geht, um die Verluste zu begrenzen. Bitte, Aidios,
Beende diesen Krieg. Aidios, bitte beschütze meinen Sohn. Er ist der gütigste aller Menschen, die ich kenne. Und er hat noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Jetzt ist der Krieg da. Prinz Oliver und der Kaiser hätten so eine Narretei niemals zugelassen. Großer Aidios, bitte achte auf uns Sünder. Ach, du bist es, Miusse. Und der Eschen Chevalier. Und eure Verbündeten. Erzbischof, dir scheint die Lage ja bewusst zu sein. Also, ich sag dir mal, ich bin nicht extra informiert worden, was hinter den Kulissen passiert. Und ich habe auch nicht vor, mich da einzumischen. Wir haben alle unsere eigenen Pflichten. Was? Was sagst du, dass wir sie hier erfüllen? Im Namen der Kathedrale von Ordes, gesegnet durch Aidios. Übertrage ich Erzbischof Bramfeld hiermit dieses bescheidene Geschenk an dich. Ah, okay. Damit will er halt so ein Stückchen seiner Pflicht erfüllen. Okay, er macht auch ein Drama draus. Einmal Dragon Incense. Unsere Vorräte können für euch alle nützlich sein. Denn ihr seid bereit, euch eurem Schicksal zu stellen. Ich bete zu Aidios, euch von eurer Last zu befreien. Erzbischof, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Du warst schon immer so eine große Hilfe. Ja, es ist ja meine Aufgabe, für das Wohlbehalten der Menschen zu beten. Da seid ihr mit eingeschlossen. Es ist nicht viel, aber zumindest etwas kann ich bieten. Wenn ihr mal vom Wege abkommt oder euch ausruhen müsst, seid ihr hier jederzeit willkommen. Ich freue mich schon darauf. Ja, das wissen wir zu schätzen. Gestern war ganz furchtbar. Eine riesige Säule ist plötzlich über dem Meer aufgetaucht und hat die ganze Stadt in Panik versetzt. Sie sah genauso aus wie die Salzsäule, die in Nordumbria aufgetaucht ist. Der Krieg beginnt heute, Freunde. Diejenigen, die hier in der Kirche sind, werden eine Messe zelebrieren und versuchen damit, die Herzen der Menschen zu erleichtern. Auch wenn es nur wenig bringen wird. Ja, jedes bisschen zählt. Warst du die, die immer so komische Fragen gestellt hat, oder beziehungsweise ungewöhnliche Fragen? So, da bitte, Oliver. Es ist ein spezieller Coupon für eine Schultermassage. Danke, dass du immer auf mich aufgepasst hast. Oh, Fräulein Lilibell, das hast du für mich gemacht. Ich bin so gerührt. Oh, mein Rücken. Oliver, alles klar? Warte mal, wer sitzt? Ah, da. Habe ich gleich gesehen. Hast du dich schon für deine Führungsprinzipien entschieden? Ja. Egal was passiert, die Menschen stehen an erster Stelle. Sie haben ja bereits genug damit zu kämpfen, dass sie eingezogen wurden und dass die Lebensmittel rationiert wurden. Und jetzt ist auch noch diese seltsame Struktur da aufgetaucht. Ich will tun, was ich kann, um ihnen Trost zu spenden. Aber was viel wichtiger ist, ist noch meine Familie und die Menschen, die unter meiner Fürsorge leben.
Ich verstehe. Das passt sehr zu dir. Wirklich? Ich habe mir Sorgen gemacht, dass es vielleicht die falsche Antwort sein könnte. Glaub mir, diese Antwort ist zufriedenstellend. Und es ist ja nicht so, dass es immer nur eine richtige Antwort im Leben gibt. Aber ich bin stolz auf dich, dass du diese Schlussfolgerung gezogen hast. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, ein bisschen schon. Ich fühle mich auf jeden Fall zuversichtlicher. Danke, Ramona. Ich werde auch zukünftig deine Unterstützung brauchen. Die hast du doch immer. Das ist, glaube ich, keiner, ne? Und oben wahrscheinlich auch nicht. Na gut, prima. Dann machen wir nächste Folge den Rest von Ordis und gehen nach Rackel weiter. Ich hoffe mal, wir schaffen das dann. Und dann ist ja auch nicht mehr viel. Also ich denke, nächste Folge werden wir die 5 Sachen hier wohl noch nicht schaffen. Wahrscheinlich kommt ja auch noch irgendwie eine Quest und dann müssen wir unsere Hauptquest ja auch noch erledigen. Gut, also bis übermorgen dann. Tschüss.